Vanessa? Ich war letzte Stunde nicht da. Ja, dann wiederhol mal, was deine Partei ist. Eine Partei ist eine Gruppe aus normalen Bürgern, die dieselbe politische Meinung vertreten. Und sie wollen das Volk vertreten und im Bundestag und Landtag mitwirken. Ja. Sie müssen registriert sein als Partei. Und damit sie überhaupt eine Partei gründen können, müssen die über mindestens 60 Personen verfügen. Und damit sie auch angesehen sind als Partei, müssen die innerhalb von 6 Jahren an mindestens einer Bundes- oder Landtagwahl teilnehmen. Und wenn sie verfassungsfeindlich sind, dann werden sie vom Bundesverfassungsgericht verboten. Ja, das war's. Das war sehr gut, Vanessa. Silke, kannst du Vanessa erklären, was wir letzte Stunde gemacht haben? Also wir haben darüber geredet, wie eine Person in einer Partei Mitglied werden kann. Und zwar muss er einen Aufnahmeantrag an den Landesverband stellen, also da, wo er wohnt. Und der Vorstand entscheidet dann per Abstimmung, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt wird. Manchmal braucht man auch nur eine Eintrittserklärung, also ohne Genehmigung. Aber es kommt dann immer auf die Partei an und deren Regeln. Und wenn ein Parteimitglied in ein Parlament möchte, dann muss der Vorstand ihn als Kandidat ernennen. Ja. Okay, wer möchte seine Hausaufgaben vorlesen? Cindy? Okay, Geschichte der Parteien. Bei der Entstehung der Parlamente waren Parteien nur eine Vereinigung, um den Kandidaten kurz vor einer Wahl zu unterstützen. 1690 bis 95 gab es die ersten richtigen Parteien in England, Whig und Tory. Seit den 1830er Jahren wurden Parteien in England erstmals auch vollständig mit Regierung und Opposition in Verbindung gebracht. Die Bildung von Parteistrukturen geht maßgeblich auf die Sozialdemokratie zurück. Und jetzt noch die Geschichte der Partei in Deutschland. Die ersten parteiähnlichen Gruppierungen bildeten sich 1848-49 während der bürgerlich-liberalen Märzrevolution. Das sogenannte Paulskirchenparlament sollte die Einheit des Deutschen Bundes in einem Nationalstaat vorbereiten und eine gesamtdeutsche Verfassung ausarbeiten. Die damaligen Versammlungen benannten sich nach Hotels oder Gaststätten, in denen sie sich trafen und diskutierten. Schon zu dieser Zeit gab es 3 große Gruppen: die Linken, die liberale Mitte und die konservative Rechte. Entschuldigung, ich habe meinen Bus verpasst, dass ihr mich nicht geht. Ach so, setz dich hin. Ja. Ich trage das rein. Okay, Sophia, jetzt hast du ja alles verpasst. Dann sag mir einfach, was du über eine Partei weißt. Also der SPD zum Beispiel, der gelang es erst 1998 wieder in die Regierung zu kommen, durch die Wahl von Gerhard Schröder zum Kanzler. Aber dann 2004, ein Jahr bevor Gerhard Schröder wieder abgewählt wurde, verloren sie auch die Europawahl, weil es ihnen nicht gelungen ist, ihre Ziele und auch Ansichten als notwendig und auch gut zu präsentieren. Zurzeit regieren jetzt noch Angela Merkel, unter der es jetzt auch zur Koalition mit der CDU-CSU gekommen ist, und Klaus Wowereit als Mitglied der CDU, CSU und SPD als Bürgermeister von Berlin. Ja. Das habt ihr alle sehr schön gemacht. Und jetzt fangen wir mit dem neuen Thema an, nämlich Aufgaben der Parteien. Ich habe ein Mindmap gemacht, damit es für euch leichter zu verstehen ist. Und die erste Aufgabe der Parteien ist, die unterschiedlichen politischen Vorstellungen und Interessen in der Gesellschaft zu äußern, sie zu politischen Konzepten und Programmen zu bündeln und danach die Lösungen für politische Probleme suchen. Also politische Konzepte. Danach ist es auch wichtig, in der Öffentlichkeit für ihre Vorstellungen zu werben und die öffentliche Meinung und die politischen Ansichten der einzelnen Bürger zu beeinflussen. Beeinflussen der öffentlichen Meinung. Danach, die Parteien müssen auch den Bürgern Gelegenheit bieten, sich aktiv politisch zu betätigen und Erfahrungen zu sammeln, um politische Verantwortung übernehmen zu können. Politisches Erfahrungsfeld. Die Kandidaten für die Volksvertretungen im Bund, Ländern und Gemeinden und das Führungspersonal für politische Ämter stellen, das ist auch eine Aufgabe der Parteien, Führungspersonal politischer Ämter. Und als Regierungsparteien müssen die politische Führung unterstützen natürlich, politische Führung,
Und als Oppositionsparteien müssen die Oppositionsparteien die Regierung kontrollieren, kritisieren und politische Alternativen entwickeln. Regierungskontrolle, Opposition. Vanessa? Ich war letzte. So, Sophia, jetzt hast du alles verpasst. Wiederhole einfach mal. Nein, nicht wiederholen. So, Sophia, jetzt hast du ja alles verpasst. Dann wiederholen wir einfach. Scheiße. Redet wie eine